ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch mit meinem Kopf zeigen, wie das Silbershampoo wirkt. Ich hatte einen Kommentar bekommen, dass das Silbershampoo am besten wirkt, wenn man es ins trockene Haar einwirken lässt. Und ich dachte, wir testen das einfach zusammen. Ganz einfach. Ich habe meine Haare jetzt mindestens 2 Tage nicht gewaschen. Sie sind sehr ausgetrocknet. Ich werde hinterher pflegen, werde eine Spülung reinmachen. Wir tragen uns das jetzt mit Handschuhen auf, weil ich keinen Bock habe, 5 Tage lang mit blauen Händen rumzulaufen. Nein, aber wenn man nicht duscht, dann hält das ziemlich lange in den Haaren. Deswegen ziehe ich mir Gummihandschuhe an. Und ich fange an. Ich versuche euch das so gut es geht auch zu zeigen, wie gelbstichig meine Haare sind. Also das sieht man ganz gut. In den Videos, wenn ich 2 Mal hintereinander benutze, finde ich das schönste Ergebnis beim Silbershampoo. Hier ist es, ich muss einfach Haare waschen, deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Das Tutorial habe ich auch mit euch geschminkt, deswegen habe ich gedacht, gut, wir testen. Also für die Blondinen unter uns, in dieser Pulle ist echt nicht mehr viel drin. Das ist 1 Liter gewesen und wenn es leer sein sollte, werde ich das auf jeden Fall nachkaufen. Ich trage mir auf jeden Fall eine gute Menge auf, also eine ganze Handvoll, und werde das jetzt erstmal versuchen, an den Ansatz zu bringen. Man sieht ganz gut, das ist schön bläulich. Da sieht man es ganz, ganz gut, ne? Wir testen einfach mal, ich lasse es ungefähr so, ja, 3 Minuten einwirken. Ich vermute, viele befürchten, dass man dann blaue Haare hat, das was sich ja rauswäscht. Hier habe ich ja ganz kühle Haare, weil ich es ja immer benutze. Also wenn man trockene Haare, es auf trockene Haare macht, dann braucht man natürlich viel, viel mehr. Ich habe das Video schon mal abgedreht, mir hat aber allerdings es nicht so zugesagt. Ich hoffe, ich kleckere jetzt nicht so. Naja, auf meinem Oberteil ist es schon drauf. Es ist mir heute mein Bäcker-Highlighter kaputt gegangen. Mensch, sowas hasse ich ja. Deswegen kaufe ich gerne eigentlich günstige Produkte. Brauche ich mir das nicht, keine so Sorgen zu machen. Also, wir versuchen das so richtig schön einzuarbeiten. Mein Freund kriegt den Schock seines Lebens. Es muss ja nicht genau am Ansatz bei mir sein, weil ich ja Strähnchen habe. Da ist ja eh nur meine natürliche Haarfarbe, da nimmt es eh kein Pigment an. Es geht eigentlich nur um diese blonden... Oh nee, ich hoffe, ihr erkennt das. Ja, ich lasse es jetzt mal 3 Minuten dran. 3 Minuten ist eine gute Zeit, denke ich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, genau, 3 Minuten und dann wasche ich das ab. Bis gleich. Ich zeige euch das jetzt einfach mal im nassen Zustand, werde mir dann die Haare föhnen und dann nochmal am besten im trockenen Zustand. Da sieht man den Effekt, glaube ich, viel, viel mehr. Wie man hier sieht, habe ich hier leicht bläuliche, graue Spitzen. Allerdings da, wo ich am meisten den Gelbstich habe, hier ist das nicht ganz rausgegangen. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert am Ansatz. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Wahrscheinlich, weil die Haare da noch weniger kaputt sind wie an den Spitzen. Weil sie beim trockenen und kaputten Haaren viel, viel mehr ziehen, als ja Pigmente sind. Direkte Pigmente. Und wie man erkennt, also ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber es ist ziemlich graustichig. So, jetzt föhnen wir schnell und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, meine Haare sind geföhnt. Und wie ihr seht, habe ich leichte, also sie sind schon, ich versuche mal die nebeneinander irgendwie einzufügen, schon ziemlich silbernd hier. Und ich habe leichte violette Einschläge. Das Problem ist, hier wiederum, gucken wir mal, hier bin ich trotzdem gelb. Und das wird auch nicht weggehen, das bleibt. Dafür habe ich hier die schönsten kühlen Haare der Welt. Ja, also ihr kriegt keine blauen Haare, wenn ihr es nur 3 Minuten einwirken lässt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Und vielleicht werde ich mir versuchen, mal das No Orange Shampoo zu gönnen. Also zu kaufen, um zu gucken, wie das dann ist. Ihr seht, hier die schönsten weißen Haare. Also je kaputter eure Haare, je besser nimmt das Pigment auf. Ich habe danach eine Haarkur reingemacht. Das mache ich immer, wenn ich dieses Silber-Shampoo benutze. Denn ich finde es zwar das Beste, aber es ist auch das austrocknendste Silber-Shampoo. Und ja, kann ich euch nur ans Herz legen, euch das mal zu kaufen. Gibt es auch nur in 500 Milliliter oder auch 250 Flaschen. Und es hält ewig. Also ich benutze es, glaube ich, schon ja, über ein Jahr. Und habe sehr viele Experimente schon mit meinen Haaren gemacht. Also, wie ihr erkennen könnt, schön kühl bis auf Ansatz. Aber ich glaube, das liegt einfach an meiner Strähnchenstruktur schon. Ne? Weil da ja auch Naturhaar dabei ist. Von daher, aber hier, super schönes Ergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer Spaß gemacht. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Test. Ciao!